Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und habe heute ein anderes Video für euch vorbereitet. Und zwar ein Klemmbaustein-Haul. Einfach ein Video, in dem ich euch zeige, was ich jetzt über die letzten Monate hinweg an Klemmbaustein-Sets neu dazu gekauft habe. In dem Video jetzt, wie gesagt, weil es mein erster Haul ist, habe ich jetzt relativ viele Sets. Wenn euch das gut gefällt, das Format, könnte ich mir vorstellen, es vielleicht einmal im Quartal, also so alle 3 Monate im Schnitt, abzudrehen, dann werden es wahrscheinlich nicht immer solche Massen sein, aber genug, um ein kleines Video damit zu füllen. Ich könnte mir vorstellen, das Video hier wird jetzt ein bisschen länger. Ja, auf jeden Fall als kleinen Disclaimer vorweg, ich bin eine erwachsene Frau, ich gehe arbeiten, ich bezahle meine Rechnungen, ich habe einen Rentenfonds. Also wenn am Ende des Monats Geld übrig bleibt, kann man sich natürlich auch mal was Schönes gönnen. Manch eine Frau mag bestimmt teure Schuhe, Handtaschen, Designerklamotten. Ich mag eben Klemmbausteine, unter anderem. Genau. Von daher, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen was zusammengekommen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich weiß nicht wirklich, ob es bei Klemmbausteinen ein Ding ist. Ich hatte es jetzt einmal als Anfrage in den Kommentaren und ich gucke gerne so Beauty Hauls. Ja, aber wenn nicht, dann machen wir jetzt mal ein Ding draus, würde ich sagen. Wie gesagt, gern kleines Feedback, ob ihr dieses Format mögt, ob euch das gefällt und interessiert. Ich habe versucht, zu allem die UVPs nochmal rauszusuchen, obwohl ich selten was zum Originalpreis kaufe, sondern ich muss es wirklich sofort haben bei Release. Das gibt es manchmal ist es so unvernünftig. Dann bezahlt man den Originalpreis. Ansonsten gibt es meistens die Möglichkeit, es günstiger zu schießen. Irgendwie. Ich kaufe auch viel bei eBay Kleinanzeigen und so weiter und so fort. Und habe es jetzt hier so ein bisschen nach Marken sortiert. Ich werde natürlich ab und zu auf die Liste gucken müssen, um nach den Preisen zu schauen. Ne? Seht es mir nach. Genau, ich fange mal mit Xingbao an. Da habe ich 2 Sets. Einmal hier die XB, also ist ja immer bei Xingbao so mit der Setnummer 06040. Ein Kampfpanzer Leopard. Der ist im Maßstab 1:30. Und ist halt sehr detailgetreu. Den haben wir schon aufgebaut. Ist ein Display-Modell. Aber ich finde es halt ganz cool, dass es hier diese Serie gibt, die alle im gleichen Maßstab sind, die dann quasi aufeinander aufbaut. Der liegt bei 39,95. Bei Bluepix habe ich den bestellt. Da fällt ordentlich was ab, wenn man mit dem nicht mal unbedingt ruppig umgeht. Aber der ist ja wirklich eher nur zum Hinstellen. Ja, ist etwas empfindlich. Aber der steht schön da. Die haben das cool gemacht mit diesem Camouflage-Muster quasi. Also sieht auf jeden Fall schön aus am Ende. Gefällt mir sehr gut. Und auch von Xingbao die 06046, das Mammut. Ja, hat knapp unter 2000 Teile, liegt bei 74,95. Teilemäßig sind die nicht so weit auseinander, preislich irgendwie schon. Ja, wahnsinnig viele Reifen. Also mit großem Anhänger, wo der andere Kollege gut drauf passt. Ja, ich meine, der war etwas stabiler, aber auch da sind mir schon Teile abgefallen. Ist eher wirklich zum Hinstellen, das Set. Und ja, die beiden hatte ich mir geholt. Alles, was jetzt hier in den Videos wurde, online gekauft. Ich gehe auch gerne mal irgendwo hin und gucke mir an, was es so gibt. Aber jetzt aktuell ist das natürlich kein Thema. Und ja, ich glaube, gerade weil man mehr zu Hause ist, bei mir ist aktuell nichts mit Arbeiten durch den Lockdown. Da hat man natürlich auch mehr Zeit und mehr Lust zum Bauen. Also ja, haben wir schon einige Sets dazu bekommen. Jetzt kommt übrigens das, was ich auf Empfehlung von einigen von euch bekommen hatte. Hier von Megaconstructs. Dieses Game of Thrones Sets. Ich komme ein bisschen näher ran. Wir haben hier Jon Snow und Viserion. Das passt auch ganz gut, weil wir die Serie aktuell wieder durchschauen. Oh, wir sind jetzt mit der 7. Staffel fertig. If you know, you know. Ja, genau. Ab jetzt wird es wieder absurd. Aber ich würde sagen, ich bin dennoch Fan. Und ja, sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Habe ich jetzt noch nicht aufgebaut. Das Video ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ich wusste vorher gar nicht, dass es die Sets gibt. Und hier war jetzt auch keine Setnummer oder so.
Der lag bei 61,99 Normalpreis. Ich habe den, meine ich, knapp über 30. Ich glaube, Moment, ich habe es rausgeschrieben. 34,99 hatte ich den bekommen. Da muss man, wie gesagt, immer mal ein bisschen gucken. Manchmal muss man etwas geduldig sein. Ja, davon gibt es dann auch noch den roten Mann. Ich habe mich jetzt erstmal nur für den einen hier entschieden, mit John Schnee. Und ja, genau, freue ich mich schon drauf. Dann, wovon ich auch nur ein neues Set dazu bekommen habe, hier von Wange. Die Freiheitsstatue hat hier die Nummer. Moment, ich schaue gerade auf dem Karton. 15, nee, das ist die Teilemenge. 5227, genau. Ja, 1500 Teile. Also über 1500 Teile. Wird bestimmt ein schönes, großes Set. Davon habe ich den Big Ben. Und ich kann von hier drauf gucken, die Golden Gate Bridge. Die finde ich auch ziemlich cool. Da ist halt der Maßstab von den kleinen Autos, die dabei sind, zu der Brücke irgendwie meiner Meinung nach nicht ganz korrekt. Aber auf jeden Fall sind es schöne Sets. Das sind auch sehr anspruchsvolle Bauanleitungen. 1500 Teile, die haben meistens so 4, 5 Seiten oder so. Das sind riesige Bauschritte. Aber das ist auch mal was anderes. Also finde ich auch schön. Und genau, da freue ich mich auch. Das steht jetzt auch schon etwas länger. Ich glaube, das ist eins der Sets, die am längsten hier schon stehen. Aber ja, es ist dann halt. Man hat natürlich auch immer noch andere Sachen, die man machen muss. Kann nicht von früh bis spät bauen. Und dann kommt manchmal was neu raus, was man unbedingt will. Und dann baut man das zuerst, obwohl die anderen einen dann förmlich so angucken, wie: hey, man wollte es eigentlich mich aufbauen. Keine Ahnung. Ja. Aber das läuft einem ja zum Glück nicht davon. Also, da verdirbt nichts, da wird nichts schlecht. Und ja, alles mal wieder zurückstellen. Tada! Ach, die liegt übrigens um 44,95. Die gute. Jawohl. Ein guter Preis für 1500 Teile, finde ich. Jo. Dann habe ich von Modbricks hier. Ui, schwer. Die ist auch noch da drin. Die Razor Crest. Ja. Ich habe gestern ein Set zu The Mandalorian abgedreht. Ist jetzt noch nicht online in dem Moment, wo ich davon erzähle. Das war aber ein Lego-Set und hier haben wir jetzt Modbricks, die Razor Crest. Da gab es ja auch ein kleines bisschen, ja, Heckmeck mit Lego und Modbricks. Aber sieht auf jeden Fall schon mal schön aus, freue ich mich auch drauf. Ja. Fand ich auf jeden Fall ein schönes Schiff. No. Ist ordentlich schwer. Hier steht es 1000, also fast 1400 Teile hat der Kumpel hier jetzt. Also, ach, der Karton ist wirklich mächtig schwer, muss ich sagen. Habe ich um die 50 Euro geschossen. UVP müsste ich jetzt mutmaßen, ich würde sagen knapp das Doppelte davon. Also um die 100 Euro habe ich, wie gesagt, nicht mehr herausfinden können. Aber ja, da habe ich einen guten Schnapp gemacht. Wie gesagt, ich gucke viel bei eBay Kleinanzeigen. Oder direkt bei Händlern. Manchmal auch dann auch Sammelbestellungen und so weiter, wenn es wo Rabatte gibt. Gerade Lego kriegt man ja manchmal auch bei Smith Toys, das Wort auszusprechen, meine Zunge, manchmal günstiger. Dann, wenn man mal in der Nähe ist, kann man ja gleich mal ein paar Sachen auf einmal mitnehmen. Ne? Also ich glaube, Sammler kennen das. Ich glaube, das waren jetzt alle so, wo ich ganz wenig zukauft hatte. Ich habe auch ein paar Bluebrick-Set in letzter Zeit angeschafft gehabt. Zu denen habe ich aber zu allen von denen schon Videos gedreht. Ich werde mal eine Playlist dafür erstellen, zu Lego, zu Bluebricks und so weiter. Falls euch die Bluebrick-Sets entgangen sind und interessieren, könnt ihr dann da nochmal nachschauen. Da habe ich dann schon ausführlich was zu gesagt. Genau, und dann kommen wir jetzt mal zu Kobi. Das war ein bisschen was. Ich habe auch schon ein Kobi-Video vorgedreht. Zu dem hier, zu dem Apache-Kampfhubschrauber. Jawohl. Komme ich auch ein bisschen näher. Der ist klein und süß. 1 zu 48er Maßstab in dem Fall jetzt. Was hat der Teil? Ja, knapp über 500. Und der hat mich 42,95 gekostet. Hatte aber den Preis letztens nochmal nachgeschaut, da war der irgendwie wieder auf 57 Euro und ein paar zerquetschte. Also da hat man schon manchmal schwankende Preise, aber finde ich auch ziemlich cool. Der steht auch schon aufgebaut hier in dem Raum am Schreibtisch. Ich bin ja übrigens in einem anderen Raum. Ich denke, das ist jedem schon aufgefallen. Das ist meine Büro. Ich brauche kein Büro. Ich habe keine Arbeit, bei der man
Bürotätigkeiten nachgeht, aber der Raum war einfach übrig und ja, hier stehen zum Teil auch ein paar Modelle jetzt verdeckt von Kartons, vielleicht gleich noch sichtbar. Ich denke übrigens, das Video wird etwas länger als die anderen eventuell. Ja, fand ich auch ganz schick. Ja, wir haben auch schon ein paar Kobi-Flugzeuge, schon länger. Und ja, weiter geht's mit Kobi. Moment, hier den Fiat 500 Abarth. Der hat nur 75 Teile. Der kleine Süße. Ich mag die kleinen Kobi-Autos total gerne. Die sehen so. Ich mag auch die noppige Optik, aber ich finde auch, dass die so glatt am Ende sind. Sieht immer total schön aus und dass die so cool bedruckt sind, weil die loben sich ja immer mit No-Stickers. Kann man auch mal sagen, ne? Ja. Genau. Den habe ich hier schon. Der steht hier schon. Genau. Wurde schon mitgespielt. Hier muss man halt sagen, die Schwachstelle sind hier immer diese Außenspiegel. Sieht man vielleicht schon. Der ist so ein bisschen abgeknickt. Schon die anderen Kobi-Autos, mit denen mein Kleiner auch spielt, da sind auch die Spiegel dann auch schon abgebrochen. Noch nimmer wiedersehen. Aber ansonsten sind die stabil, haben auch nicht so viele Teile. Das kann er mit 4 Jahren nach ein paar Anläufen auch wieder zusammensetzen. Tatsächlich, wenn ihm das mal, wenn er es gegen die Wand setzt oder so. Ein süßes kleines Auto. 13,95 kostet das. Ja, also regulär. Ja. Dann habe ich hier auch noch ein paar Militärfahrzeuge. Ihr seht schon, die Interessen sind hier breit gestreut. Also es gibt hier, glaube ich, kein richtiges Thema. Aber ich denke, die meisten Leute, die gerne Bauspaß haben, versuchen sich durch ein breites Sortiment. Ja, ich habe ganz vergessen, meine Mini-Brick-Sachen noch zu holen. Kann ich euch aber auch eins zeigen, weil eins hat aufgebaut schon hier steht. Da kaufe ich auch manchmal mehrere. Ja, genau. Hier haben wir erstmal den Tiger. Der ist auch noch nicht aufgebaut. Hat 800 Teile. Anscheinend glatt. Der hat halt einen etwas kleineren Maßstab wieder. Sieht aber auch gut aus, oder? Ich freue mich. Bin mal gespannt, ob der zum Beispiel dann stabiler ist als zum Beispiel der Panzer von Xingbao. Das werde ich dann sehen, wenn der aufgebaut ist. Und der liegt um 46,95. Ja. Und dann haben wir noch den Königstiger, auch noch nicht aufgebaut. Ja. Da auch wie bei den anderen sollen keine Aufkleber dabei sein. Der hier liegt um 59,99, aber ich habe den mal für 39,99 bekommen. Ja. Sieht so sonnig heute aus, das sind irgendwie nur 3 Grad oder sowas um den Dreh. Oh, echt schade, ich hatte mich schon daran gewöhnt, dass es jetzt wieder etwas milder wird. Ja. Und dann habe ich hier noch den Maserati Gran Turismo. Der ist schon aufgebaut, ist noch der Karton. Mit so einem Stück Rennstrecke. Ja. Der wurde schon bespielt. Ja, der sollte 42,99 kosten. Den hatte ich für 34,99 gekauft. So, Autosachen sind meistens für meinen Kleinen. Das mag der mal ganz gerne. Der geht auch relativ pfleglich mit sowas um. Wenn mal was abfällt, dann eher als aus Missgeschick und nicht wirklich gewollt. Ja, genau, das waren so die Kobi-Sachen. Dann komme ich jetzt noch zu Lego. Da ist auch ein bisschen was zusammengekommen, worüber ihr ja schon ein Video gesehen habt. Eventuell ist hier die mittelalterliche Schmiede. 149,99 habe ich auch tatsächlich in dem Fall bezahlt, weil ich die Idee wirklich cool fand. Das ist mal was, ein Thema, was wirklich schön ist. Ich fand das Set auch wirklich ganz schön. Gerade die Ideasets sind, also da sind viele schöne dabei. Ja. Ich glaube, da war schon wieder mein kleiner Frechdachs. Ja, genau. Also dazu hatte ich schon ein Video gemacht. Hat der ein oder andere vielleicht auch schon gesehen. Dazu gab es als Goodie quasi einmal hier zum Jahr des Ochsen. Das hier ist gelistet mit 9,99. Kann man ja so nicht wirklich kaufen. Das gab es da als Geschenk dazu. Ist jetzt auch noch zu. Und von Lego Friends. Da habe ich nur den Preis von 4,99 in Dollar gefunden. So eine Tulpe und so ein
Eine Herztorte, keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gemacht. Friends, naja, ich glaube, ich bin aus dem Alter für Lego Friends raus. Ich habe ein Haus von Lego Friends, aber ja. Das war, glaube ich, mal so halb als Scherz gemeint, es waren Geschenke. Ja. Ist eigentlich ganz süß. Man könnte natürlich auch einfach mit normalen Figuren da rein, aber. Ja, genau, das gab es auch noch zur mittelalterlichen Schmiede. Das ist ja bei Lego, bei den teureren Sets manchmal ganz schön. Moment, ich brauche kurz einen Schluck Limo. Dass man noch was dazu bekommt. Jo. Ja, was hatten wir noch? Den Traktor hier. Ein Lego City Set. Lego City Set. Der sollte 19,99 € kosten. Ich habe den um 12 Euro gekauft. Ja, zu dem habe ich auch schon ein Video vorgedreht. Finde ich schön. Genau, was noch? Ich muss kurz schauen. Ja, Kanans Speederbike hier von Star Wars. Na, wie heißt es? Rebels. Haben wir letztes Jahr geguckt. Fand ich auch cool. Ja, Kanans Speederbike. Das sollte neu 29,99 € kosten. Habe ich um 10 Euro bei eBay gekauft. Ja, wie gesagt, da muss man immer mal Glück haben und sich halt auch vorher so ein inneres Limit setzen, weil sonst tappt man da dann doch manchmal in die Falle, wenn man mit jemandem sich am Überbieten ist und dann kommt so dieser Ehrgeiz, dass man gewinnen muss. Ja, ich versuche einfach immer mir vorher zu überlegen, was möchtest du dafür bezahlen, ansonsten guckst du halt ein paar Tage noch mal rein, ob es vielleicht noch jemand verkaufen möchte. Genau, das finde ich schön, habe ich tatsächlich auch noch gar nicht aufgebaut. Ja, so ist das manchmal, so viele Sets und so viel anderes zu tun. Jo, genauso dann noch hier noch ein Star Wars Set, diese 501. Clone Troopers auch noch zu. Ja, mit so einem kleinen süßen Läufer dabei. Das sollte auch 29,99 € kosten. Das habe ich mal für 19,99 € gekriegt. So was machen wir mal, wenn man so, wie wenn man einen kleinen Hunger hat und dann so einen Joghurt isst oder so. Wenn man mal den schnellen kleinen Bauspaß braucht, hat man sowas noch auf Lager. Ich meine, anders können wir es nicht nennen, okay? Ah, und hier, genau, der Karton sieht jetzt wirklich ein bisschen ranzig aus. Das hier ist noch dieser Jedi Interceptor von Anakin. Das ist gebraucht, gekauft, ist hier einfach wieder zugeklebt und sieht schon ein bisschen dämlich aus. Den habe ich zweimal. Genau. Den habe ich für 15 Euro bekommen, aber neu lag er so um 39,99 €. Ist aber auch ein cooles Set. Den habe ich hier schon. Ich gucke mal, ob ich dran komme. Ach, wahrscheinlich nicht so elegant. Ich glaube, mein Kind hat Spaß gehabt. Hier ist der, das ist der aufgebaut. Aber ich habe den nochmal. Manchmal sieht es einfach cool aus, wenn man mehrere hat. Ja. Genau. Süß. Auch schon ein bisschen älteres Set. Oh, den könnte ich mal abstauben. Jawohl, und dann habe ich jetzt zum Beispiel aus Mini Bricks. Ich komme mal näher. So einen schönen Pizzawagen, den hatte ich mir auch nochmal. Von Lotz ist der, den hatte ich mir auch nochmal neu gekauft gehabt in der Zwischenzeit. Ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Auf die muss man halt echt Lust haben. Hört sich an, als wird der Kleine gekitzelt oder so, ich weiß nicht. Aber besser so als. Ja, finde ich ganz schön. Das ist halt, wie gesagt, aus dieser Steingröße 1 kleiner. Als die reguläre Standardgröße. Ist ein bisschen fuddelig, aber mir macht Spaß und ich finde es echt erstaunlich, was man in dem Maßstab bauen kann. Man kann hier sogar das Dach aufklappen. Da sind sehr, sehr viele Aufkleber drin. Also wenn man da so ein 1x1 Steinchen mit einem Aufkleber bekleben muss und so ein Marmeladenglasdeckel oder so, ja. Ja, aber mir gefällt es. Ich mache die gerne und sieht auch schön aus. Ja. Genau, aber da müssten die Schachteln irgendwo im Keller sein. Ja, das war's soweit. Hat sich doch ein bisschen was angesammelt. Wie gesagt, jedem das seine. Ja.
könnte mir vorstellen, wie gesagt, das regelmäßig zu machen, wenn euch das interessiert. Es kommt ja immer mal was neu dazu und es wird aber auch immer mal wieder was verkauft. Also manchmal hat man dann ein Set eine Weile gehabt und hat nicht mehr so die rechte Freude daran. So ging es mir zum Beispiel mit dem Mos Eisley Set, das große. Das stand eine Weile bei mir. Ich habe so einen Glas-Couch-Tisch, da stand es eine Weile drin. Das sah auch ganz schön aus, so mit Sonnen drumherum und so. Aber irgendwie hat es da nicht die richtige Beachtung bekommen. Dann packt man es halt wieder zusammen und verkauft es weiter. Das ist halt so. Ja. Dann kann man sich auch mal was Neues holen. Weil Platz, ja, gibt fast keinen Raum, außer jetzt so die Bäder, sag ich mal. Boah, das hört sich so spießig an, die Badezimmer. Das sind so die einzigen Räume und die Küche, wo keine Klemmbausteinsets ausgestellt sind. Ich habe sie überall. Hier sieht man jetzt vielleicht auch diese Zegau-Häuser so ein bisschen zumindest. Das sind jetzt 5 Stück, ja. 5 Stück aneinander. Die mag ich zum Beispiel super gerne. Könnten ein bisschen mehr Einrichtung, mehr Details haben. Platz ist genug, aber die finde ich zum Beispiel auch schön. Vielleicht kommt dazu auch mal ein Video. Übrigens, falls ihr hier jetzt irgendwas gesehen habt, wo ihr sagt, dazu muss ich unbedingt mal ein Video sehen, dann könnt ihr es mir gerne ja, mitteilen einfach. Genau. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.